Du bist überfordert bei den ganzen Angeboten, die es heutzutage gibt. Früher durfte nur der Adelstand Bücher lesen, heutzutage haben wir so viele Informationen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Aber du bist doch eigentlich nur auf der Suche nach dem Thema Gesundheit. Das heißt, du willst dich optimieren, sei es präventiv, weil du vielleicht ein spezifisches Problem hast, oder du bist auf der Suche nach der besten Performance für dich selber. Und jetzt fragst du dich, was ist der richtige Schritt? Du gehst zum Hausarzt, der nimmt ein kleines oder ein großes Blutbild ab, du denkst, das ist unglaublich viel. Er sagt dir aber auch Supplemente, Vitamine, Nährstoffe, das ist eigentlich alles irrelevant für dich, denn wir wissen, dass Gesundheit eigentlich damit gar nichts zu tun hat und bei dir ist eigentlich im Blutbild auch alles in Ordnung. Ich werde dir in diesem Video erklären, warum dem nicht so ist und gebe dir eine Schritt für Schritt Anleitung, wie du für dich individuell das Thema Supplemente verstehen kannst und deine Blutwerte optimieren kannst und so den perfekten Weg zu Performance oder auch Gesundheit finden kannst. Hi und herzlich willkommen, falls du neu bist. Mein Name ist Timo Osterhaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und auf diesem Kanal sprechen wir über evidenzbasierte Tools und Strategien, die dich dabei unterstützen, dein Leben gesünder, aber vor allen Dingen länger zu leben. Und heute sprechen wir mal über das Thema Supplemente bzw. welche Supplemente ergeben für dich überhaupt Sinn, welche sind eigentlich komplette Geldverschwendung und wie geht man an so ein Thema individuell überhaupt ran. Ein, zwei Punkte ganz am Anfang. Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel sind ein Thema, was extrem gut, aber auch extrem schlecht sein kann, nämlich wenn die Qualität dahinter einfach nicht stimmt. Ich will dir in diesem Video an und für sich keine Empfehlung geben, was Supplemente angeht. Vielleicht komme ich im zweiten Teil, denn dieses Video ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil geht es um meine individuellen Blutwerte und im zweiten Teil geht es darum, wie jetzt anhand der Blutwerte eine Supplementierung wirklich eigentlich geplant wird und wie man da herangeht. Vielleicht gehe ich da spezifisch auf einige Supplemente ein. Wenn du dir das wünschst, schreib das sonst sehr gerne mal unter dieses Video. Aber wir haben eine Umfrage gemacht in den letzten Tagen bei Instagram, wo wir gefragt haben, was es mit dem Thema Supplemente, Blutwerten für dich auf sich hat. Und wir haben unzählige Nachrichten bekommen, dass ihr gesagt habt, ihr seid überfordert. Ihr wisst eigentlich nicht, welche Nahrungsergänzungsmittel man nehmen soll. Braucht man die denn eigentlich? Wenn ja, in welcher Dosierung? Der wichtigste Punkt vorweg, du musst vor Nahrungsergänzungsmitteln, wenn du auf eine gute Qualität achtest, erstmal überhaupt keine Angst davor haben. Es ist jetzt nicht so, dass die so stark in den Stoffwechsel eingreifen würden, wie das Medikamente tun. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit Nahrungsergänzungsmitteln überdosierst, ist tatsächlich sehr gering. Es sei denn natürlich, du nimmst immens hohe Dosierungen, die aber theoretisch auch bei Wasser dann einfach schädlich sein können. Das heißt, der gesunde Menschenverstand ehrlicherweise ist hier ein wenig gefragt und man muss immer so ein bisschen unterscheiden, will man eine Dosis nehmen wie das, was auf der Verpackung beschrieben ist, was letzten Endes stark davon abhängt, was auch die Regularien in Deutschland sagen. Das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte, der bestimmt, welche Dosierung bzw. welche Kapselanzahl praktisch gesagt auf der Packung draufsteht oder ob man das Ganze therapeutisch angeht und dann vielleicht deutlich höhere Dosierungen nehmen muss als das, was auf dieser Packung steht. All diese Dinge sind auch nicht unbedingt daran orientiert, wie der aktuellste Stand der Wissenschaft ist und deswegen hüpfen wir jetzt direkt ins Thema Blutwerte ein. Ich zeige dir individuell, was ich genau gemacht habe und zeige dir dann ganz am Ende im zweiten Teil zum Video die 10 wichtigsten Dinge, die es bei mir persönlich zu optimieren geht. Starten wir mit dem ersten Punkt und das ist das Thema, das große Blutbild. Wie der Name schon sagt, würdest du jetzt denken, das ist wirklich groß. Ich kann dir aber sagen, ist es nicht, denn das sind eigentlich 20 Blutwerte, die du jetzt auch hier siehst. Und das ist einfach ein großes Bild des Blutes. Das heißt, es zeigt uns die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, das Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff und viele verschiedene andere Dinge über die Blutzellen. Aber wir lernen nichts über Vitamine, über Nährstoffe, wir wissen nichts über Organe, über Hormone. Das ist alles im großen Blutbild nicht enthalten. Wie du hier siehst, gibt es so ein, zwei Werte, die bei mir ein wenig auffällig waren, nämlich zum Beispiel die Thrombozyten waren ein wenig erhöht, das heißt die Blutplättchen, wenn es ums Thema Blutgerinnung geht, aber wir reden hier von einer marginalen Erhöhung, die gerade so am oberen Referenzbereich kratzt und von daher ist hier an und für sich erstmal nichts auffällig. Man sieht sogar hier den Vorwert bei mir, nämlich auf der rechten Seite und da waren die Thrombozyten auch vollkommen okay. Ich mache sowieso alle 6 Monate ungefähr Blutwerte. Wie du auch hier siehst, die Vorkontrolle war am 7.8.2022 und das jetzige Blutbild ist gewesen am 1.12.2022. 340.000 Thrombozyten, an und für sich erstmal alles vollkommen in Ordnung. Und auch wenn ich mir das Differentialblutbild anschaue, nämlich das große Blutbild besteht aus kleinen
kleinen Blutbild mit dem Differentialblutbild. Das ergibt das große Blutbild. Hier ist an und für sich erstmal alles in Ordnung. Mein Hämoglobinwert ist bei 16. Meine weißen, meine roten Blutkörperchen, alles wunderbar. Kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Punkt und das sind die Organwerte. Wir springen hier auch sehr schnell drüber, denn bei mir ist auch hier nicht sonderlich viel relevant. Was aber für dich wahrscheinlich hier auffällig und relevant ist, sind meine Nierenwerte, nämlich das Kreatinin. Das ist so der typische Nierenparameter, den man in der Schulmedizin bestimmt. Und du siehst, der ist rot, der ist erhöht, der ist bei 1,19, der war vorher bei 1,24, also auch schon deutlich erhöht. Und auch die daraus errechnete Filtrationsrate, die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, ist ebenfalls erhöht. Und woran liegt das? Liegt das daran, dass meine Niere nicht funktioniert? Nein, tut es nicht, denn das liegt daran, dass ich einen erhöhten Anteil an Muskelmasse habe und tatsächlich ebenfalls Kreatin supplementiere. Und was ich aber immer mache bei Menschen wie bei mir, die viel Sport machen und auch Muskulatur besitzen, das Cystatin C zu bestimmen. Das ist ein Wert, der unabhängig von der Kreatinsupplementation und auch unabhängig von der Muskelmasse ist. Und da sieht man, das Cystatin C ist wunderbar in der Range. Das heißt, meine beiden Nieren funktionieren einwandfrei. Wenn wir uns die anderen Organwerte, wie zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse anschauen, mit der Amylase, mit der Lipase, oder wir schauen uns auch die Leber mit der GOT, der GPT und der Gamma-GT an, sieht man auch da, war und ist bei mir an und für sich alles wunderbar und alles in Ordnung. Das dritte Thema ist das Thema Cholesterin. Ich habe vor einigen Tagen ein großes Video über das Thema erhöhte Cholesterinwerte gemacht. Ich verlinke das gerne mal in der Beschreibung. Schau dir das an, wenn dich das im Detail mehr interessiert. Wenn du dir meine Cholesterinwerte anschaust, sieht man, dass mein Gesamtcholesterinwert bei 171 vielleicht schon so ein bisschen dabei ist, aus der Range herauszugehen. Der Gesamtcholesterinwert ist aber sehr unaussagekräftig und ich möchte viel eher mir die verschiedenen Fraktionen anschauen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ganz viele Fraktionen gemessen. Wir haben das LDL, wir haben das HDL, wir haben aber auch das Apolipoprotein B, wir haben auch das Lipoprotein klein a. Das sind alles Dinge, die ich in dem Cholesterin-Video im Detail erklärt habe. Wie gesagt, schau dir das gerne in der Beschreibung mal an. Und wir sehen hier zum Beispiel, wir haben ein ApoB, also ein Apolipoprotein B von 85. Das ist jetzt für mein Verständnis tatsächlich schon fast zu hoch. Ich will da eher so um die 50 sein. Das heißt, meine schlechten Fettsäuren tatsächlich sind jetzt so hoch. Man sieht auch, dass mein LDL, das ist die größte Fraktion von dem ApoLipoB, sich leicht erhöht hat. Das heißt, meine Cholesterinwerte sind jetzt nicht schlecht, aber meine Cholesterinwerte sind vielleicht etwas verbesserungswürdig. Dazu dann später im zweiten Teil aber nochmal mehr. Es ist aber alles nichts Krankhaftes. Es ist aber etwas, was man vielleicht optimieren kann, gerade wenn es darum geht, das Thema Longevity, Langlebigkeit einfach wirklich bis ans Äußerste auszureizen, auch wenn die wissenschaftlichen Daten hier natürlich noch nicht extrem aussagekräftig sind, wir aber schon die ersten Indizien haben, dass gerade dieser Apolipoprotein B-Wert sehr, sehr, sehr relevant ist. Als nächstes ist das Thema Blutzucker. Blutzucker ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Komponente, gerade wenn es darum geht, herauszufinden, wie wir langfristig mit dem Thema Entzündung klarkommen, beziehungsweise Entzündungen sind wahrscheinlich mit einer der primären Trigger für unter anderem die Haupttodesursache, nämlich das Thema kardiovaskuläre Erkrankung. Und da spielt ja auch das Thema Cholesterin und Co. mit rein. Aber einer der primären Faktoren, also einer der auslösenden Faktoren, ist wahrscheinlich ein zu hoher Blutzucker. Und wir sehen zum Beispiel, wenn wir uns das Ganze anschauen, ist natürlich nüchtern abgenommen das Blut. Meine Blutglucose morgens nüchtern liegt bei 85 Milligramm pro Deziliter. War vorher bei 84, also sehr konstant. Auch das ist wunderbar und überhaupt kein Problem. Grundsätzlich hier macht es aber auch sehr, sehr, sehr viel Sinn, wenn man sich den Langzeitblutzucker, den HbA1c-Wert anschaut. Der ist bei mir zum Beispiel bei 5,0, war vorher bei 4,7. So ganz kleine Schwankungen sind völlig normal und auch völlig legitim. Du musst dir vorstellen, eine Blutanalyse ist immer ein momentaner Blick in das System rein. Das kann zwei Tage später schon etwas anders aussehen. Und der HbA1c-Wert zum Beispiel ist ein Wert, der mir zeigt, wie meine Blutglucose bzw. mein Blutzucker in den letzten Monaten gewesen ist. Auch hier ist alles völlig in Ordnung. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich viele von euch interessiert, und das ist das Thema Entzündung und auch das Thema Eisen. Warum hängt das Ganze zusammen? Denn wenn wir erhöhte Entzündungswerte, wie zum Beispiel den CRP-Wert haben, der jetzt bei mir hier ganz leicht erhöht gewesen ist, dann ist es so, dass wir dadurch tendenziell auch
zu hohe Eisenspeicher, nämlich Ferritinwerte, haben können. Und der CRP-Wert ist jetzt bei 1,35, das ist jetzt nicht extrem hoch gewesen, kann durchaus damit zusammenhängen, dass ich in den letzten Wochen sehr viel Sport gemacht habe und Co. Der war vorher bei 0,46. Das ist jetzt nicht hoch, aber ich will nicht langfristig einen CRP-Wert von über 1 haben, grundsätzlich. Und wir sehen ja, der Ferritinwert bei mir ist bei 140, 140,8 um genau zu sein. Spannenderweise war er vor 6 Monaten ebenfalls 140,8. Also von daher, für Männer zwischen 100 und 150, das, was vollkommen okay ist. Du merkst schon, ich gehe hier gar nicht immer unbedingt darauf ein, was die roten, die grünen, die gelben Werte sind, sondern ich richte mich weniger nach den Referenz- als nach individuellen Optimalwerten. Das ist was, was wir bei uns in der Medletics Academy, wenn du Trainer, Therapeut bist, im Detail unterrichten und zeigen, wie man anhand dessen auch verschiedene spezifische Sachen im Lifestyle und Supplementation anpassen kann. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal in der Beschreibung. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, und wenn wir gerade beim Thema Eisen waren, nämlich einem der wichtigsten Nährstoffe für das Thema Schilddrüse, kommen wir jetzt zum Thema Schilddrüsengesundheit. Und Schilddrüse ist zum Beispiel etwas, was sich bei mir sehr positiv verändert hat, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwie Hormone oder irgendwas zu mir genommen habe, wie zum Beispiel L-Thyroxin oder Tubon, sondern ich habe mit individuell gezielter, auf mich abgestimmter Nährstoffsupplementation sowohl von Selen als auch von Jod jetzt eine ganze Zeit lang, nämlich roundabout 1,5 Jahre gearbeitet, und wir sehen, dass mein TSH-Wert zum Beispiel, du siehst es hier nur den Vorwert, der von 2,56, der war aber vorher ein halbes Jahr davor bei über 3, sehr, sehr, sehr schön gedroppt ist, nämlich auf 1,73, und das ist fast da, wo ich ihn haben möchte, so roundabout 1,5, und auch meine freien Schilddrüsenhormone wie das T4 bei 1,16 und auch das T3 sind sehr schön, das heißt, meine Konversion funktioniert sehr, sehr, sehr gut, und grundsätzlich sind die Nährstoffe, die ich brauche für das Thema Schilddrüse, das sind nämlich Eisen, das ist Selen, das ist Jod, das sind Aminosäuren, sind in der absoluten Range, da wo ich sie haben möchte, was man hier auch an dem Gesamteiweißwert von 7,2 sieht. Und ich habe hier zum Beispiel auch nochmal die Schilddrüsen-Antikörper mitbestimmt. Die würden einem Indiz geben, ob so in eine Überfunktions-Autoimmun-Schilddrüse gehen würde, also was wie Morbus Basedo, oder eine Unterfunktion, sowas wie Hashimoto. Aber auch das ist sehr, sehr individuell und spezifisch, kann man nicht immer direkt sagen, der Antikörper ist erhöht, deswegen hat man Hashimoto oder Morbus Basedo. Da muss man dann tiefer ins Detail einsteigen. Das nächste ist das Thema Fettsäure-Stoffwechsel, beziehungsweise gerade das Verhältnis ungesättigte zu gesättigte Fettsäuren und all das im Detail. Du siehst, das ist eine unglaublich große Liste an Fettsäurewerten. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern ich möchte mir einen im Detail raufgreifen, und das ist nämlich der Omega-3-Index, der für die meisten Menschen erstmal der relevanteste und primäre Faktor, den man aufgreifen sollte. Und der ist bei mir zum Beispiel bei 14, ist tendenziell vielleicht sogar schon ein bisschen hoch. Wir gehen davon aus, dass so die Optimalwerte so zwischen 9% und 12% ungefähr liegen. Wenn dich das ganze Thema rund um Fettsäuren noch mehr interessiert, denn du siehst, hier sind unglaublich viele Werte, dann schreib das gerne mal in die Kommentare, dann können wir dazu auch nochmal ein spezifisches Video machen. Kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist das Thema Mikronährstoffe. Ist ein extrem unterschätztes und von ganz vielen Kollegen auch als unwichtig abgetanes Thema. Man muss sagen, Mikronährstoffmängel sind tatsächlich extrem häufig, wenn man sich so nationale Verzehrstudien und sowas anschaut. Und da ist es tatsächlich auch einfach so, dass wir viel zu wenig zu uns nehmen. Wir könnten natürlich genügend Mikronährstoffe zu uns nehmen. Die meisten Menschen kriegen das aufgrund ihrer schlechten Ernährung, ihres Alltags und viele andere Faktoren aber einfach nicht hin. Deswegen es extrem Sinn ergeben kann, das ganz gezielt zu supplementieren oder auch mit einem Daily Supplement, mit einem Multinährstoffkomplex oder auch mit einem Magnesium vor allen Dingen nachzuhelfen. Und wir gucken uns jetzt mal meine Werte an. Und der Knackpunkt, auf den du achten solltest, ist, dass diese Werte im Vollblut gemessen sind. Und wir gucken uns jetzt hier zum Beispiel mit Magnesium an. Der Magnesium habe ich an meiner eigenen Supplementation deutlich etwas verändert in den letzten Wochen. Und man sieht, dass das deutlich funktioniert hat. Denn ich war vorher bei 31,4. Ich habe die Dosierung von meinem Magnesium nicht sonderlich viel geändert. Ich habe in den letzten Tagen mein Magnesiumpräparat bei Instagram mal gezeigt. Ich nehme ein Komplexmagnesium aus ganz vielen verschiedenen Magnesiumarten, was ich aber tatsächlich schon seit 3 oder 4 Jahren mache. Ich habe es aber nie geschafft, meinen Magnesiumwert im Vollblut wirklich zu erhöhen. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich nehme 5 Kapseln davon am Tag, die habe ich fast alle abends genommen vorher. Ich habe jetzt morgens eine Kapsel, mittags eine Kapsel und abends 3 Kapseln. Das heißt, ich habe die Menge auf verschiedene Tageszeitpunkte angepasst, und das scheint für mich
sehr, sehr, sehr gut zu funktionieren. Ein Wert, an den ich eigentlich hin möchte, sind so ungefähr 35 Milligramm pro Liter. Ich war vorher aufgrund meines Stresses und Co., denn dann scheidet man deutlich mehr Magnesium aus, wenn man erhöhten Stress hat. Ich war vorher immer so roundabout 31, 32 Milligramm pro Liter. Ein weiterer Wert, den wir uns hier anschauen, ist das Selen. Und das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, dass ich individuell fürs Thema Schilddrüsengesundheit Jod und Selen supplementiert habe. Auch mein Selenwert ist von 150 auf 163 schön angestiegen. Also alles wunderbar und genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Zink ist ebenfalls einer der Dinge, die ich in den letzten Monaten spezifisch für mich supplementiert habe. Nicht, dass der Wert vorher extrem schlecht war, aber er war jetzt auch nicht sonderlich toll. Das heißt, ich möchte ungefähr so bei 6 Milligramm pro Liter eigentlich landen. Wir sind jetzt roundabout 6 ungefähr. Ich habe zwischen 15 und 25 Milligramm Zink am Tag supplementiert und das Ganze hat mir auch sehr, sehr, sehr gut getan, wie man hier sieht. Zwei Werte, die die wenigsten Schulmediziner oder klassischen Mediziner kennen, beziehungsweise überhaupt schon mal bestimmt haben, sind Mangan und Molybdän. Mangan sieht man zum Beispiel hier bei mir sehr schön, ist auch hochgegangen, habe ich jetzt nicht individuell supplementiert, habe aber versucht, in der Ernährung ein bisschen bewusst darauf zu achten. Und Molybdän zum Beispiel hatte ich vorher supplementiert, weswegen der Wert auch erhöht war. Jetzt habe ich die Supplementation wieder rausgenommen, das werden wir gleich auch noch an einem anderen Beispiel sehen. Und jetzt geht der Wert langsam wieder runter. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht mal überlegen, ob ich das so jeden zweiten, jeden dritten Tag nochmal so präventiv mit einstreue. Und passend zum Thema Mikronährstoffe ebenfalls ist noch das Coenzym Q10. Auch hier siehst du, ich habe das Cholesterin-korrigierte primär bestimmt, aber auch das normale Coenzym Q10, was nicht mit dem Cholesterin verrechnet wurde. Beide sind erniedrigt. Und du siehst, vorher waren meine Werte an und für sich gut bei 0,234. Ich möchte so Richtung 0,25 kommen eigentlich. Auch da habe ich die Supplementation aufgehört, weil meine Werte an und für sich sehr schön waren und auch akzeptabel waren. Und jetzt sind die Werte deutlich reduzierter. Coenzym Q10 spielt eine große Rolle, gerade wenn es ums Thema Energiestoffwechsel, mitochondriale Gesundheit und Co. nimmt. Das heißt, gerade für mich jetzt ein Zeichen, das auf jeden Fall wieder mit dazu zu nehmen. Wie hoch, welche Dosierung und Co. im zweiten Teil. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Thema Vitamine. Ich beziehe mich jetzt hier ganz bewusst vor allem auf das Thema B-Vitamine und auf das Thema Vitamin D3. Fangen wir mit den B-Vitaminen an. Wir sehen hier Pyridoxalphosphat, also das B6 in diesem Fall. Und da sieht man sehr schön, ich war vorher viel zu hoch, nämlich bei 300. Und ich habe tatsächlich nicht so viele B-Vitamine per Supplemente zu mir genommen. Aber da sieht man auch, dass man manchmal besonders gut Nährstoffe aufnimmt, wie in dem Fall jetzt bei mir B-Vitamine zum Beispiel. Und ich habe das Ganze nur für 6 Monate mit einer Kapsel am Tag gemacht. Das hat tatsächlich wahrscheinlich sehr gut für mich funktioniert. Jetzt habe ich die B-Vitamine aber ganz rausgelassen, weil ich nicht wollte, dass mein B6-Wert zu hoch ist. B6 ist so eines der B-Vitamine, wo ich nicht möchte, dass das viel zu hoch ist auf lange Dauer, denn das kann langfristig Schäden an den Nerven machen. Und grundsätzlich sehen wir jetzt, es ist mein B-Wert, B6-Wert wieder deutlich erniedrigt. Das heißt, er ist an der unteren Referenz und auch hier sieht man wieder, Referenz und Optimalwert ist nicht genau das gleiche, sondern es sind statistische Werte. Auch dazu gibt es ein spezifisches Video, schau dir das gerne mal an, verlinken wir auch in der Beschreibung. Und wir sehen auch mein Holotranscobalamin, also der Wert für meinen B12-Wert im Blut. Auch der ist deutlich runtergegangen. Der war nämlich vorher bei über 128, jetzt ist er unter 90. Ich esse auch deutlich weniger Fleisch in den letzten Monaten, dadurch, dass ich vermehrt Isoclear und solche Dinge für mich entdeckt habe. Das heißt, so flüssige Proteinpulver, die super, super gut schmecken, eher tatsächlich wie Eistier, weil ich nie in den letzten Jahren ein großer Fan von so milchigen Eiweißpulvern gewesen bin. Aber auch da habe ich andere Dinge für mich entdeckt. Das heißt, ich esse deutlich weniger Fleisch so in den letzten 6, 7, 8, 9 Monaten, was theoretisch natürlich auch mit dem B12-Wert jetzt im Detail zusammenhängen kann. Was bedeutet das für mich? Im zweiten Teil zum Video dazu dann nochmal mehr. Kommen wir jetzt hier auch nochmal zum Vitamin D. Vitamin D, siehst du, ist von 137,5 auf 102,9 runtergegangen. Was habe ich jetzt verändert? Ich habe in der letzten Zeit das Omega-3-Präparat für mich verändert und nicht mehr Omega-3 und Vitamin D3 separat genommen. Und das führte dann wahrscheinlich dazu, dass die Menge an Vitamin D, die ich zu mir genommen habe, etwas niedriger war. Ich habe vorher so zwischen 5.000 bis 8.000, 9.000 Einheiten genommen. Und jetzt in der letzten Zeit war es so, dass ich halt Kapseln probiert habe, was meinem Omega-3-Index sehr, sehr gut getan hat. Was aber dann wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass die Menge an Vitamin D in der Kapsel immer genau die gleiche war, weil ich immer genau die gleiche Menge an Kapseln genommen habe. Und bei den Tropfen habe ich immer so ein bisschen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger genommen. Und da sieht man zum Beispiel, dass der Wert ist jetzt ja immer noch nicht schlecht von 102,9 Nanomol pro Liter.
Aber ich möchte an und für sich zwischen 100 und 150 bleiben und jetzt für mich zum Beispiel ein Zeichen, dass ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachlege. Ein weiteres B-Vitamin, was ich neben dem B12, dem B6 und dem Vitamin D auch noch bestimmt habe, ist das B9, nämlich unter dem Namen Folsäure auch bekannt. Und da siehst du, das ist jetzt bei 6,3, war vorher bei 9,1. Auch hier ist das Ganze wieder niedrig, weil ich das B-Komplex-Präparat ja reduziert habe und das hat sich dann auf B12, auf B6 und auf B9 ausgewirkt. Also hier definitiv für mich eine individuelle Baustelle. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist wahrscheinlich vielleicht für dich mit eines der spannendsten. Das ist nämlich das Thema Hormone und Sexualhormone und hier habe ich unglaublich viel gemessen dieses Mal und wollte mir auch verschiedene Verhältnisse ziehen, aber ich habe auch die Standards wie Estradiol, Progesteron, freies Testosteron, das SHBG, das DHEA und das Cortisol gemessen. Vielleicht für dich jetzt komplett overwhelming und du verstehst gar nicht, worum es eigentlich geht. Wenn du Therapeut oder Trainer bist, ist es vielleicht ganz besonders spannend für dich. Grundlegend, was sehen wir? Meine Testosteronwerte sind nach wie vor wunderschön hoch, meine Cortisolwerte sind runtergegangen, was auch das primäre Ziel war. Ich habe das Ganze mit Ashwagandha gemacht. Auch dazu habe ich schon ein großes Video gemacht, was das Ganze bewirkt. Und die Werte sind sehr, sehr, sehr schön runtergegangen für mich, individuell gesehen jetzt. Was sehen wir bei den anderen Werten? Es ist alles vollkommen normal. Es ist alles vollkommen in der Range, da wo ich es haben möchte. Estradiol ist vielleicht ein bisschen hochgegangen, Testosteron ist ein bisschen runtergegangen. Man muss beim Thema Hormone auch sagen, dadurch, dass das ein Status Quo, ein Ist-Zustand ist und ich in den letzten 2 Jahren wirklich jedes Jahr 2-mal eine unglaublich große Blutanalyse gemacht habe, sehe ich natürlich ganz kleine Schwankungen, die für mich aber vollkommen akzeptabel sind, dadurch, dass ich persönlich eben so häufig Blutwerte messe. Wenn ich mir das jetzt bei jemand anderem anschauen würde, auch da siehst du, da ist nichts rot, es ist nichts im roten Bereich, es ist nichts schlecht, es ist erstmal nichts auffällig. Ich würde da jetzt auch nicht anfangen, irgendwelche Schönheitskorrekturen zu machen, weil wir sollten auch keine Laborwerte behandeln, sondern Laborwerte immer in Korrelation bringen mit den Symptomen, die ein Mensch hat und nur dann wirklich unterstützen oder auch präventiv arbeiten. Und grundsätzlich, was muss man hier sagen? An und für sich alles sehr schön. An und für sich könnte man jetzt alles genauso weitermachen. Was ich jetzt im Detail verändere, dazu dann im zweiten Teil mehr. Was kann man jetzt hierzu sagen? All das, was wir hier jetzt uns angeschaut haben, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, Krankheit sehen wir hier überhaupt nicht, aber es ist durchaus so, dass wir immer wieder Optimierungsbedarf sehen und man sieht auch an mir, ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr individuell bei mir nachschaut, welche Supplemente und welche Dinge wirklich im Detail Sinn machen können. Ich mir auch die Zusatzstoffe, die Inhaltsstoffe der Supplemente ganz genau im Detail angucke, weil ich meinem Körper nur das Beste geben will. Und auch alle Dinge, die ich immer wieder empfehle und habe ich alle selber getestet. Und man sieht hier, es ergibt sehr viel Sinn, auch wenn man etwas zu sich nimmt, dann nochmal nachzumessen, um zu gucken, wie sich die Werte entwickelt haben. Denn manchmal kommen die Sachen kaum an, manchmal kommen die Sachen so gut an, dass man eigentlich davon ausgehen würde, die Werte erhöhen sich nicht stark. Aber wie man an meinem B6 zum Beispiel gesehen hat, ist das teilweise doch der Fall. Das heißt, ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen, wenn das Thema Performance und auch Gesundheit für dich relevant und wichtig ist, das Ganze, die ganzen Blutwerte, und ich bin ja jetzt nicht auf alle eingegangen im Detail, haben um die 500 Euro gekostet. Das ist natürlich eine Menge Stange Geld, auch meine Krankenversicherung übernimmt das nicht, aber meine Gesundheit ist es mir wert. Ich mache natürlich ganz, ganz, ganz viele von diesen Analysen, nicht nur für mich, sondern auch bei uns in der Praxis. Aber wenn du jemand bist, der sagt so, hey, du willst das auch lernen, solche Blutwerte auszuwerten oder überhaupt zu verstehen, welche Blutwerte man bei wem denn messen sollte, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, schau dir gerne in der Beschreibung die Mathletics Academy an. Und jetzt würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und in den nächsten Tagen kommt das nächste Video an, wo ich dir dann im Detail zeige, was ich jetzt genau anhand von diesen Blutwerten bei meiner Supplementation verändere.